Damen und Herren, als 1962 die Spiegel-Affäre, Presse, Parlament und Regierung errichten, von Landesverrat ohne überzeugenden Grund die Rede war, übereilte Verhaftungen auf eine an Polizeiterror erinnernde Weise stattfanden, da wurde öffentlich einmal die Frage lebendig, was Freiheit der Presse eigentlich bedeutet. Als durch eine Zeitschrift enthüllt wurde, dass vom Amt für Verfassungsschutz verfassungswidriges Abhören von Telefongesprächen veranlasst wurde und der verantwortliche Minister höhnte, er könne nicht verlangen, dass seine Beamten ständig mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumgingen, da konnte bewusst werden, was die Unantastbarkeit der Verfassung eigentlich bedeutet. Als der Mann, der aus dem Amt für Verfassungsschutz über das verfassungswidrige Handeln in diesem Amte Mitteilung an jene Zeitschrift, also an die Öffentlichkeit gemacht hatte, unter Anklage wegen Landesverrat gestellt wurde, da konnte man sich Gedanken machen über die Verletzung des öffentlichen Interesses durch die uneingeschränkte Amtspflicht der Geheimhaltung. Wenn Gewerkschaften klagen, dass sie bei Verhandlungen mit den Arbeitgebern keinen Einblick haben in die zum Teil geheim gehaltenen Wege, auf denen von den Firmen das Einkommen erworben wird und wohin es geht, dann kann man sich fragen, ob eine vernünftige Verhandlung ohne gegenseitige radikale Offenheit überhaupt möglich ist. Jedes dieser Beispiele zeigt den Widerstreit von Macht, die zum Verbergen drängt, und Wahrheit, die öffentliche Mitteilung will. Dieser Widerspruch ist jedem von uns unüberwindbar eigen. Ich spreche zunächst von unserem persönlichen Leben. Wir Menschen sind nicht Engel. Engel, die unsere Fantasie sich vorstellt. Engel sind einander bis ins Letzte durchsichtig, leben ohne Gewalt, in einem zeitlosen Zustand erfüllter Bewegtheit, im Lichte reiner Wahrheit. Wir Menschen aber sind auch nicht Bestien. Wir können miteinander leben, im liebenden Kampf, in dem Wahrheit erwächst. Der Widersacher der Wahrheit in uns ist schon im persönlichen Umkreis der Machtwille. Der Wahrheitswille drängt zur Offenheit, der Machtwille zur Verschlossenheit. Würden wir den Machtwillen zum Erlöschen bringen, dann würde die Verschlossenheit sich lösen. Menschen aber sind wir, weil wir nicht nur diesen Widerstreit in uns haben, sondern die Forderung hören, im Kampfe mit dem in uns gegen uns selbst wirkenden Widersacher erst eigentliche Menschen zu werden. Der Machtwille verkleidet sich in den Schein der Wahrheit. Er braucht ihn, damit der Wahrheit noch seine Reverenz bezeugend, als Mittel der Macht. Er macht Lüge zur Wahrheit. Die Verlogenheit wird zum Lebensmedium, in dem der Machtwille den Vorrang hat. Der Machtwille nimmt aber diese Gestalt vor allem dann an, wenn in seinem Hintergrunde der Wille zur Gewalt lauert, zur Gewalt durch intellektuelle Überlegenheit, durch trotzige Herausforderung, durch Bedrohung, durch schlaue Irreführung und so fort. Aber der Machtwille als solcher kann wahrhaftig sein. Wahrheit selber ist eine Macht. Wir wollen, dass unsere Verschlossenheit und Verlogenheit nicht endgültig bleibe. Warum wollen wir Wahrheit und darum Offenheit? Warum wollen wir kein Geheimnis durch Verschweigen? Erstens, weil uns Wahrhaftigkeit Menschenwürde ist. In der Unwahrhaftigkeit sind wir uns selbst zuwider. Zweitens, weil wir Wahrheit nur miteinander erreichen,
Im Verschweigen werden wir mit uns selbst unwahr. Es ist schlimm für einen Menschen, der niemanden hat, mit dem er in Gegenseitigkeit ganz offen, ganz rückhaltlos, ganz wahrhaftig sein kann. Wie im persönlichen Leben, so wird in der Gemeinschaft aller der Gang der Dinge unwahr durch Verschweigen des öffentlich Wichtigen. Die öffentliche Verlogenheit ist ein Spiegel der persönlichen. Wir leben im Dunkel. Wie jeder sich selbst, so möchten wir im gemeinsamen Schicksal und Handeln uns durchsichtig werden. Damit betreten wir das Feld der Politik. Wenn wir uns preisgegeben sehen an wirtschaftliche und politische Entscheidungen und Entwicklungen, auf die wir nicht den geringsten Einfluss zu haben meinen, dann möchten wir wohl in ein apolitisches Leben flüchten. Aber diese Entwicklungen werden doch durch Menschen erzeugt. Menschen können sich besinnen, erkennen, ihr Handeln ändern, miteinander denken und miteinander handeln. Also macht jene Flucht uns mitschuldig. Unsere in der Existenz des Menschen wurzelnde, philosophisch zu vollem Bewusstsein gelangte Überzeugung ist, nur auf dem Weg der Wahrheit in der Öffentlichkeit kann der politische und wirtschaftliche Gang des Daseins für uns zum Guten führen. Maximale Öffentlichkeit ist für die Wahrheit notwendig. In der Politik sind Unwahrheit, List und Lüge ein bisher selbstverständliches Mittel. Aber der Vorteil der Unwahrheit ist immer nur für ein augenblickliches Daseinsinteresse auf Kosten der Zukunft. Sie schlägt auf die Dauer dem Dasein selber zum Nachteil aus. Die Wahrheit kommt über die Lüge. Auf Lüge gebaute Staaten trifft das Verhängnis durch die in ihnen aus der Tradition der Lüge erwachsene Politik. Es ist eine Schuld des sich selbst betrügenden Willens, die übermächtige Realität der Gewalt und der Lüge nicht wahrhaben zu wollen. Nur wenn wir ihre bisher noch faktische Unentrinnbarkeit sehen, dann können wir uns in ihr behaupten und versuchen, sie einzuschränken. Das setzt voraus, dass wir uns nicht täuschen lassen, wenn Gewalt und Lüge in der Stille langsam, alltäglich und dann in entscheidenden Augenblicken alles überwältigend sich durchsetzen. Das heißt, Voraussetzung ist die unbeschränkte Öffentlichkeit der Wahrheit. Öffentlichkeit ist der Raum der Politik eines freien Volkes. Das Maß der Öffentlichkeit ist Kriterium der Freiheit. Entwerfen wir zunächst den idealen Zustand. Die politische Freiheit verlangt, dass öffentlich geschehe, was das Schicksal aller bestimmt. Öffentlich soll es bedacht, der Entschluss vorbereitet werden. Aufgrund dessen, was nicht auf blindes Vertrauen hin, soll die Zustimmung erfolgen. Ein freies Volk nimmt mitwissend und mitdenkend teil an den Handlungen der Regierung, an dem Aufbau der Institutionen und an dem Beschluss der Gesetze. In einem freien Volke sind die Chancen des Aufstiegs der Politiker von unten her. Sie gehen hervor aus kleinsten Gruppen von Berufen, Nachbarschaften, freien politischen Diskussionsvereinigungen. In ihnen bewähren sie sich als vertrauenerweckende Persönlichkeiten, als urteilskräftige und sachkundige Führer. Zuerst aus ihnen, nicht durch eine auswählende Parteibürokratie der von vornherein berufsmäßigen Politiker, steigen sie hoch. Sie werden wahrgenommen, weil das politische Bewusstsein das Volk durchdringt. Sie werden öffentlich in breiten Kreisen sichtbar in ihrem Verhalten, in Rede und Schrift. Bei Wahlen wissen die Wählenden dann, wen und was sie wählen. Ein freies Volk weiß, dass es die Verantwortung für seine Regierung hat und für deren Handlungen haftet. Einem solchen Volke anzugehören,
in einem solchen Volke miteinander zu leben und die Politiker aufwachsen zu lassen, ermöglicht den freien Menschen. Er erst kann Bürger sein. Solche Schilderung zeigt ein Ideal, hat Sinn als Maßstab der Beurteilung und als Antrieb, sich ihm zu nähern. Die Realität sieht noch heute ganz anders aus. Unsere reale Öffentlichkeit ist nicht einfach der Spiegel eines Volkes. Sie ist der Raum seiner politischen Selbsterziehung. Ein der Möglichkeit nach freies Volk gewinnt keine Ruhe angesichts seiner Irrungen und Schicksale. Es fordert von sich die Selbsterziehung in Gegenseitigkeit von Volk und Regierenden. In allem Wandel ist ein einziges Unwandelbares die Aufgabe der Errichtung und Bewahrung eines Lebens politischer Freiheit. Die politische Selbsterziehung erfolgt an den Realitäten, alle Tage und in den großen entscheidenden Augenblicken durch ständige Übung der Denkungsart an den bestimmten Fall, noch nicht durch die allgemeinen Überlegungen. Erst in den Situationen wird die Erfahrung gemacht und die Urteilskraft bewährt. Öffentlichkeit ist der Raum zunächst der Mitteilung, dann des geistigen Kampfes. Sie ist keineswegs die Substanz einer vorhandenen öffentlichen Meinung, die sich als etwas Maßgebendes feststellen ließe. In der Öffentlichkeit zeigen sich die partikularen Interessen. Sie stoßen mit anderen Interessen zusammen. Daher ist ihr Anspruch als öffentliches Interesse nur recht im Rahmen aller Interessen. Kein Einzelinteresse darf sich mit dem öffentlichen Interesse, dem Bonum Commune, gleichsetzen. Nur ein einziges öffentliches Interesse ist absolut, dass jener Kampf in Wahrheit und Wahrhaftigkeit mit gleichen Chancen möglich ist. Der Kampf zugleich um die Rangordnung der Interessen und um das übergreifende gemeinsame über allen Interessen, den freien Zustand der Politik, die Res Publica. Öffentlichkeit nennen wir heute insbesondere die Welt der Redner und Schriftsteller, der Zeitungen und Bücher, des Rundfunks und des Fernsehens. Diese Öffentlichkeit ist nicht die Stätte der einen Wahrheit, sondern die Stätte des Kampfes um die Wahrheit. Die Schriftsteller sind sozusagen die dritte Macht zwischen Regierung und Volk, zwischen dem Handeln der Politiker und der öffentlichen Stummheit der Bevölkerung. Sie schaffen die alle verbindende Sprache. Diese dritte Macht hat Bedeutung im Maße ihrer Unabhängigkeit. Die Schriftsteller haben keine andere Macht als die der Überzeugungskraft. Wegen ihrer Machtlosigkeit werden sie nicht selten verachtet. Aber doch sind sie es, die die Vorstellungen schaffen und die Denkungsarten üben. Was sie tun, mag überwiegend in den Wind geredet sein, aber in diesem Tun entsteht auch das, was die Welt bewegen kann. Nennt man sie die Philosophen, so konnte Plato meinen, dass sie, weil ihnen die volle Einsicht gegeben sei, auch zum Herrschen berufen seien. Daher sein berühmtes Wort: Die Staaten können erst in Ordnung kommen, wenn entweder die Philosophen Könige oder die Könige Philosophen werden. Das nun gilt uns als eine maßlose Überschätzung der Möchtigkeit einzelner Menschen und der Philosophen. Unserem Willen zur Freiheit entsprechend hat Kant die in Platos Anspruch verborgene Wahrheit anders ausgesprochen. Er sagt: Die Regierenden sollen die Philosophen frei reden lassen, ihre Gedanken hören und zu Rate ziehen. Das geschieht durch die öffentliche Mitteilung ihrer Gedanken und ihr öffentliches Kampfgespräch. Dagegen erwartet Kant nicht, dass die Könige philosophieren oder Philosophen Könige werden. Das würde, wenn es möglich wäre, gar nicht wünschenswert sein, meint er, weil der Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt.
Und dann fährt er fort. Dass aber Könige oder königliche, sich selbst nach Gleichheitsgesetzen herrschende Völker die Klasse der Philosophen nicht verschwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist beiden zur Erleuchtung ihres Geschäftes unentbehrlich. Von dieser Klasse der Philosophen, das heißt der Schriftsteller, hatte eine gute Meinung. Sie seien ihrer Natur nach unfähig zur Bildung von Rotten, Clubs, Cliquen. Man könne sie nicht wegen einer Propaganda verdächtigen. Kants Idee des öffentlichen Gesprächs der ratgebenden Philosophen und sein Anspruch an deren Natur scheint wie die Magna Carta der Schriftsteller. Sie werden von ihm zwar eine Klasse genannt, entbehren aber jeder Institution. Ihr freies Dasein gehört zum Wesen eines freien Volkes. Regierungen unfreier Völker wehren sich gegen diese dritte Macht, die Macht des Geistes. Sie nutzen die Schriftsteller für ihre Zwecke, wenn es ihnen gelingt. Sie geben der Presse Informationen, öffentliche, die beschränkt und in jedem bedrohlichen Falle verschleiert sind. Private, ausführliche, um den Preis, dass die Informationsempfänger ihnen taktvoll in der Presse zu Dienste stehen, zwecks Erhöhung des Vertrauens zu ihnen und zur Beschwichtigung des Ernstes einschneidender, wahrhaftiger Forderungen. Die Regierungen empören sich, wenn Schriftsteller ihre von den Regierungen sogenannten privaten Meinungen durch Massenmedien verbreiten. Sie rühmen den Geist, aber meinen den dienstbaren Geist. Sie rühmen die Presse und die Pressefreiheit, aber sie meinen die dienstbare Presse. Aber sie sind sich dessen gar nicht bewusst, weil sie selber zu wenig Anteil haben am Geiste. Der Idee der Öffentlichkeit als Ursprung der gemeinschaftlichen Wahrheit entspricht also die Realität immer nur zu einem kleinen Teil. Aber die Idee gibt die Maßstäbe für die Beurteilung der faktischen Öffentlichkeit, ihre Beschränkungen und ihre Verderbnisse. Gute Politik wird mit bewusster Grundsätzlichkeit in den realen Situationen die Annäherung an die Idee in der Regierung, in der Verwaltung, in der Bürokratie fördern. Das Selbstbewusstsein eines innerlich freien, königlichen Volkes, wie Kant es nannte, wie es in den altfreien Staaten bis zu einem gewissen Grade aus der Tradition lebendig ist, fordert das. Die Politiker in den anderen Staaten halten zumeist das Gegenteil für selbstverständlich naturgegeben und steigern es dadurch. Der Blick auf jene alten Freiheiten beschwingt die besseren politischen Kräfte. Ein freies Volk wird stets durch die Minderheit seines geistigen Adels bestimmt, indem es sich selber wiedererkennt und mit dem es seine Demokratie verwirklicht. Wir vergegenwärtigen nun zwei Realitäten, die die Öffentlichkeit beschränken: die Geheimhaltung, die Zensur. Zunächst die Geheimhaltung. Regierungen, Parteien, Ämter, Betriebe, die Redaktionen der Presse, alle Bürokratien verlangen Geheimhaltung. Sie gilt als selbstverständlich. Sie wird gesteigert bis zu Bagatellen. Sie gilt als Ehrensache des Berufes. Ihre Verletzung wird unter Umständen bestraft. Nun ist Geheimhaltung in bestimmten Beziehungen notwendig. Etwa die Absicht einer Währungsveränderung muss bis zur letzten Stunde geheim bleiben. Es gibt das zeitlich begrenzte Amtsgeheimnis in vielen Dingen, damit der ungestörte Gang der Verwaltungsarbeit oder der Gang von Verhandlungen gewisser Gremien von Sachkundigen ermöglicht werden. Es bleibt etwas vorläufig geheim, ohne dass jemand dadurch betrogen wird. Ganz anders
die Geheimhaltung im Umgang mit dem Feinde. Er ist durch die Beziehung zur Gewalt bestimmt. Hier ist das maximale Geheimhalten, ebenso wie die Täuschung und List, Prinzip des Verhaltens. Im Verhältnis zu anderen Staaten heißt Mitteilung von Geheimnissen daher Verrat oder Aushorchen Spionage. Die Behandlung der Geheimhaltung aber innerhalb eines Staates ist für dessen Wesen schlechthin entscheidend. Unter Bürgern, die ihre gemeinsame Freiheit errichten, verbessern und bewahren, darf es grundsätzlich keine Geheimhaltung geben. Wo geheim gehalten wird, ist etwas nicht in Ordnung. Was für einige Zeit geheim gehalten wird, gehört zwar zu dem Notwendigen, das aber die Beteiligten eines freien Staates mit Widerwillen auf sich nehmen. Sie wird als Einschränkung der Freiheit beurteilt und auf ein Minimum gebracht. Der Drang zur gemeinsamen Freiheit, zur Öffentlichkeit, erschwert dann eher die notwendige Geheimhaltung, als dass umgekehrt wie heute der Drang zur Geheimhaltung die Öffentlichkeit der Dinge erschwert und die Bürger zu Untertanen macht. In der Realität aber sind die Kräfte des Verbergens, des Verschleierns, des Lügens so groß, dass die Freiheit eines Staatswesens verlangt, sie unablässig zu bekämpfen und immer daran zu denken. Es wäre etwa eine Gesetzgebung zu wünschen, nach der unter anderem jeder Beamte berechtigt und moralisch verpflichtet ist, verfassungswidrige und gesetzwidrige Vorkommnisse nicht auf dem Dienstweg weiterzugeben und verschwinden zu lassen, sondern die ihm in seinem Bereich zur Kenntnis gekommenen Dinge öffentlich bekannt zu machen, denn sie gehen das ganze Volk an. Der Wille, das Geheimhalten auf das Engste zu begrenzen, folgt der Forderung der Freiheit und ist nie Utopie. Denn die politische Gesinnung der offenen Wahrhaftigkeit ist schlechthin Bedingung der Freiheit. Nun die Zensur. Öffentlichkeit verbietet sie. Nur wo Veröffentlichungen nach dem Strafgesetzbuch zu ahnden sind, Verleumdung und dergleichen, soll die Strafe erfolgen. Aber gegen die Pressefreiheit geht der Einwand. Sie bewirkt nicht Aufklärung, sondern Verwirrung. Sie gibt Tendenzen Raum zur Aufwiegelung gegen die Regierung und gegen das Bestehende. Sie fördert Unzufriedenheit und Misstrauen. Sie erlaubt Verhöhnung von Glauben und Autorität. Sie gibt nicht nur die Chance für die Wahrheit, sondern auch für die gemeinsame Verlogenheit. Ein gemeinsam interessiertes Nicht-Wissen-Wollen zum Beispiel schafft einen öffentlichen Betrugszustand. Daher, so schließt man, ist Zensur gut und notwendig. Man muss das Volk vor verderblichen Einflüssen schützen und ihm zu seinem Besten oft auch die reine Wahrheit vorenthalten. Die Antwort: Solche Argumente setzen ein unmündiges Volk voraus. Dagegen der Wille zur Pressefreiheit ein der Mündigkeit fähiges Volk. Keineswegs sind wir alle mündig. Ist niemand von uns vollendet mündig. Wir sind alle auf dem Wege. Aber in allen Schichten sind die Einzelnen, sei es Bauer oder Arbeiter, General oder Generaldirektor, Chauffeur oder Professor, mehr oder weniger politisch klug. Das liegt nicht an der Schicht, sondern am Einzelnen. Wir alle sind Menschen und wir sind immer, ich wiederhole, nur auf dem Wege zur Mündigkeit. Daher sind es Menschen, die die Zensur ausüben über das, was Menschen öffentlich sagen dürfen. Wer soll die Zensoren auswählen, die Unterscheidung der Geister, die Einsicht in die Wahrheit besäßen, die nur einem Gotte eigen sein könnte? Durch Zensur wird nichts besser. Beide, die Zensur wie auch die Freiheit, von Menschen ausgeübt, werden missbraucht. Die Frage ist nur, welcher Missbrauch ist vorzuziehen? Wo liegt die größere Chance?
Die Zensur führt zu Verkehrungen der Wahrheit und zur Unterdrückung der Wahrheit. Die Freiheit nur zu Verkehrungen. Unterdrückung ist absolut. Verkehrung kann durch die Freiheit selber aufgehoben werden. Die größere Chance liegt darin, dass in der Turbulenz der Meinungen durch diese selber im Menschen Kraft seiner eingeborenen Wahrheitssinns und Kraft der Selbstkorrektur der kritischen Öffentlichkeit doch am Ende die Wahrheit sich zeigt. Auf jedem anderen Weg ist der Untergang der Wahrheit gewiss. Auf diesem einzigen Wege ist zwar keine Gewissheit, aber Hoffnung. Sowohl die Pressefreiheit wie die Zensur bringt die Wahrheit in Gefahr. Die Frage ist noch einmal, wo liegt die größere Chance? Wo liegt der ehrenvollere, dem Menschen gemäßere Weg? Allein auf dem Wege der Freiheit. Das Wagnis der Öffentlichkeit ist ein persönliches für jeden Einzelnen. Dazu zum Abschluss ein Wort. Jeder entscheidet für sich, ob er in die Öffentlichkeit treten will oder nicht. Wer Einsicht gewonnen hat, will sie nicht für sich behalten. Wer etwas geschaffen hat, will es sichtbar werden lassen. Wer politisch handelt, will anerkannt sein zur Förderung dieses Handelns selber. Das ist der große Ehrgeiz, sehr berechtigt, wenn er nicht auf Selbsttäuschung über das eigene Können beruht und dann sich in Eitelkeit verkehrt. Aber die Öffentlichkeit ist immer auch ein persönliches Wagnis. Wenn die Menschen sich beklagen, dass sie in die Öffentlichkeit gezogen werden, dass nicht sachlich ihre Leistung, sondern unsachlich ihre Person zum Gegenstand werde, so ist die Frage, wie weit der Schutz des Privaten von einer öffentlichen Persönlichkeit zu Unrecht beansprucht wird. Will man die Öffentlichkeit und doch zugleich sich ihr entziehen? Für die Machthaber etwa ist es leichter, ihre Kämpfe miteinander über die Köpfe der Völker hinweg auszufechten, zu deren Heil oder Unheil. Ihr Wagnis ist es, sich in dem eigenen Volke, in der Öffentlichkeit zu stellen, in deren Medium die Entschlüsse zu fassen, die Völker und mit ihnen sich selber zur politischen Selbsterziehung zu bringen, Angesicht in Angesicht, ihnen persönlich sichtbar zu werden. Erst durch dieses Wagnis des persönlichen Einsatzes gewinnen Staatsmänner Größe. Dann aber ist es weiter, das Wagnis des einzelnen Menschen, durch Wort und Schrift und Werk